Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, die ich anfangs überhaupt nicht dachte, würde in mein Beuteschema passen. Na, kriegen wir es rein? Da kriegen wir es ein bisschen rein. Noch besser kriegen wir es, wenn wir auf die andere Kamera gehen. Es handelt sich um die Circular Dive Sport Titan. Vom ersten Anschauen der Uhr habe ich gedacht, ja, ist ganz hübsch, kann man machen, aber ist nicht mein Beuteschema. Und je länger ich mir die Uhr angeschaut habe, umso mehr habe ich an der Uhr entdeckt, was ich richtig, richtig klasse finde. Und das will ich euch jetzt hier auf der anderen Kamera gerne einmal zeigen. Ich habe mir die Variante in Petrol geholt, also Petrol-Ziffernblatt und Petrol-Lünette. Das Ganze in einem Gehäuse aus Titan Grad 2 gehärtet. Und wie ihr sehen könnt, sie hat schon ganz leichte Tragespuren, weil ich sie schon ein paar Tage jetzt am Arm habe. Bevor ich auf die Uhr näher eingehe, machen wir doch kurz die Zahlen, Daten, Fakten. Die Uhr kommt mit Titan Grad 2 gehärtet, hat einen Durchmesser von 42 mm, einen Lug-to-Lug-Abstand von 48,5 mit weiblichen Endlinks. Das heißt, da steht auch am Gehäuse nichts über. Es sind wirklich echte 48,5 bei einer Bauhöhe von 13,4 mm. Die Uhr ist bis 500 Meter wasserdicht und wird angetrieben durch ein Sellita SW200-1 Elaboré. Die Lünette dreht mit 120 Klicks. Mal schauen, ob man das hören kann. Das hört sich wirklich ziemlich gut an, finde ich. Dann drehen wir kurz wieder in die Position zurück. So. Das Titan ist übrigens gehärtet auf 1200 Vickers und damit wirklich sehr unempfindlich. Es gibt diese Uhr auch in anderen Farbvarianten mit einem gelben, goldgelben, honigfarbenen Ziffernblatt, was dann ebenfalls dieses interessant aussehende Kratzmuster aufweist. Und es gibt sie mit einem schwarzen und einem hellen silberfarbenen Blatt. Die sind dann aber glatt und nicht mit Kratzmuster versehen. Bei den Lünetten gibt es noch die Wahl einer titanfarbenen Lünette und einer schwarzen Lünette, die DLC beschichtet ist. Sowohl die Titanlünette als auch die DLC-beschichtete Lünette sind etwas unempfindlicher, weil hier ist eine Alu-Einlage drin. Aber zum einen fand ich, passte das farblich sehr viel besser zu der Uhr. Und zum anderen kann man eine solche Lünette, gerade die Alu-Einlagen, vergleichsweise kostengünstig wechseln, sodass ich da gar keine Bedenken habe. Die Uhr liegt preislich ohne den Vorverkaufsrabatt bei 949 Euro am Silikon- oder Kautschukband und 1129 Euro am Titanband. Im Vorverkauf war die Uhr jeweils 50 Euro günstiger. Da ich nicht genau weiß, wann ich dieses Video aussende, nenne ich euch aber die endgültigen Verkaufspreise nach der Vorverkaufsphase: 949 ohne Stahlband, 1129 mit Stahlband. Das beziehungsweise Titanband, muss ich ja korrekterweise sagen. Das Titanband ist übrigens auch mit Schnellwechselstegen versehen, wie ihr hier sehen könnt. Und der Boden ist mit einem schönen Relief versehen. Kein Glasboden, was mich in diesem Fall überhaupt nicht stört. Die Uhr hat als Leuchtmasse verbaut C3X1
und BGW9. Nachher im Nightshot werde ich euch noch zeigen, was für ein herrliches Nachtbild das gibt. An meinem Arm macht sich die Uhr wirklich ganz hervorragend. Abgesehen davon, dass sie sich wegen des Titangewichts unglaublich angenehm trägt, sitzt sie auch sehr bequem am Arm, einfach aufgrund der Proportionen und der für mich optimalen Lug-to-Lug-Weite von knapp unter 50 mm. Das Titanband hat am Anstoß eine Breite von 20 mm, die sich zur Schließe hin auf 18 mm verjüngen. Das Band selber ist ebenfalls interessant gearbeitet mit einer Faser auf der Kante, vergleichsweise geringen Spaltmaßen und einer schönen Flexibilität nach innen und einer gewissen Starre nach außen, was dazu führt, wenn man sich das Band mal nach außen biegt, es gar keine Spaltmaße mehr gibt und das Band ganz zu ist. Es gibt keine Tauchverlängerung an der Schließe, aber dafür drei Löcher zur Feinverstellung. Gehalten wird das Band durch diese doppelseitige Drückerschließe mit diesem kleinen Pilzkopf-Pin. Mittlerweile steigt mein Vertrauen in diese Art von Schließen. Ich bin aber grundsätzlich immer noch mehr ein Freund von Bügelschließen. Da ich die Uhr schon ein paar Tage im Gebrauch habe, zeigt sich hier ein typisches Verhalten von Titan. Da, wo ein gewisser Abrieb entsteht, wird es sehr schnell dunkel. Ich müsste dann noch nicht mal ein dickes Radiergummi nehmen, sondern einfach nur gut drüber reiben. Dann verschwindet das bei mir wieder. Aber das ist etwas, was ich bei Titan immer mal wieder gesehen habe und was für mich in gewisser Weise typisch Titan ist. Die Schließe ist mit zirkular gelabelt. Titan fühlt sich anders an als Edelstahl. Das erste, was auffällt, ist, dass es wesentlich leichter ist. Titan müsste man, oder das Gewicht von Titan müsste man ungefähr mit 1,75 multiplizieren, um auf das Stahlgewicht bei vergleichbarer Größe, Materialstärke und so weiter zu kommen. Das heißt, anders ausgedrückt, Titan wiegt 4,5 Kilo pro Kubikdezimeter und Edelstahl wiegt 7,9 Kilo pro Kubikdezimeter. Das ist knapp das Doppelte, nicht ganz. Also daran merkt man schon, dass Stahl wesentlich, wirklich wesentlich schwerer ist. Titan ist sehr viel teurer als Edelstahl und Titan, je nach Legierung von Stahl und Titan, da gibt es natürlich auch Unterschiede, wird allgemein auch als Rostträger betrachtet als Edelstahl. Wobei hier, wie gesagt, immer zu berücksichtigen ist, dass es auf die einzelne individuelle Legierung ankommt. Titan ist oft etwas dunkler als Edelstahl und ist aufgrund der Zähigkeit des Materials auch etwas aufwendiger zu bearbeiten. Titan hat auch eine andere Wärmeleitfähigkeit. Wie sich das genau auswirkt, die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit von Titan, darauf gehe ich in meinem eine Woche am Arm-Video ein, denn da habe ich wirklich eine ganz spezifische Erfahrung mitgemacht. Edelstahl ist etwas elastischer als Titan, verformt sich also leichter. Titan ist dafür zäher, er reißt nicht so schnell. Das sind alles Spezifikationen, die beim Tragen nicht wirklich ins Gewicht kommen oder ins Gewicht fallen, aber in der Bearbeitung einen großen Unterschied machen. Und dadurch sind Titanuhren in der Regel deutlich teurer als Edelstahluhren. Was ich euch jetzt noch gerne zeigen möchte, nachdem ich als jemand, der wirklich
keine Ahnung hat und mir das alles nur angelesen habe, etwas über Titan und Stahl erzählt habe, möchte ich jetzt natürlich auch noch gucken, wie die Zeiger gesetzt sind. Wir haben kurz nach 12 in der Nacht, das heißt, ich werde das Ganze einmal um 12 Stunden verstellen müssen, weil ich den Eingriff nicht gerne machen möchte, wo gerade das Datum gesprungen ist. Das und zurück mit der Sekunde bin ich etwas über die 12 gerutscht, aber Stunde und Minute sind wirklich sehr gut gesetzt. Und wenn es nicht so wäre, würde es auch nicht so stark auffallen auf der 12, weil der Minutenzeiger, ausgeführt als Plongeurzeiger, natürlich die kleinere, schmalere Stunde in jedem Fall überdecken würde. Ich kann euch aber sagen, das ist wirklich gut gesetzt, denn wie gesagt, ich habe sie schon ein paar Tage am Arm und bin deshalb überzeugt, dass die Zeiger absolut perfekt gesetzt sind. Die Krone lässt sich auch mit Handschuhen gut bedienen, sitzt im Gehäuse hoch genug, dass sie nicht in den Handrücken drückt. Das Gehäuse selber, wenn wir uns das einmal anschauen, ist auch interessant gemacht von der Optik her, mit unterschiedlichen Phasen und Kanten. Ich werde immer wieder gefragt, wie denn diese Uhr verglichen mit der Stova Pro Diver ist. Und ich weiß genau, was dann gemeint ist. Es geht um das etwas eckigere, kantigere Gehäuse, aber die Stova Pro Diver hat weniger diese Rundung hier, also zeigt nicht so deutlich wie diese Uhr das klassische runde Erscheinungsbild. Die eckigen Hörner hier sind deutlich zurückgenommener als bei der Stova Pro Diver. Wenn ich überhaupt einen Vergleich ziehen müsste zwischen zwei Taucheruhren, die ich habe, würde ich sagen, dieses Gehäuse schlägt in gewisser Weise die Brücke zwischen meiner Sinn U1, die ja sehr rund ist, und der Stova Pro Diver. Vom Gehäuse her liegt sie irgendwo dazwischen. Vom Tragegefühl her finde ich sie wesentlich angenehmer als die Stova Pro Diver. Und aufgrund des Gewichtes teilweise auch angenehmer als die U1. Die U1 ist aber von der Form der Hörner und dem Boden her ebenfalls ausgesprochen angenehm zu tragen. Ich mag das zerkratzte Ziffernblatt total. Ich finde, das macht die Uhr wirklich sehr charmant. Ich weiß nicht, ob das maschinell oder mit der Hand gemacht ist. Das stört mich auch nicht. Ich finde sie einfach wirklich grandios gemacht, trägt sich gut. Und bei meinem eine Woche am Arm Video, was in gar nicht allzu langer Zeit kommt, werde ich euch noch ein, zwei Einblicke in die Uhr geben. Und die Kameras laufen weiter, ohne dass ich ISO oder sonst irgendetwas verstelle. Also das ist wirklich die Kameraeinstellung wie mit Beleuchtung. Und das Gehäuse reflektiert jetzt nicht, aber ich habe hier ist gar nicht ganz dunkel. Ich habe noch ein kleines bisschen Licht. Meine Hintergrundbeleuchtung ist noch an und trotzdem sieht man hier dieses wunderschöne, interessante Nachtbild. Absolut problemlos ablesbar. Richtig klasse. Wirklich, wirklich, wirklich super. Also da, das kann ich nur so sagen, weil ich es so empfinde, auch wenn jetzt wieder irgendjemand in die Kommentare schreibt, ich bejubel ja sowieso jede Uhr. Diese Leuchtmasse ist wirklich grandios. Wenn ich etwas an der Uhr zu kritisieren hätte, dann vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, hätte der Uhr auch ein 22 mm Anstoß gut gestanden, der sich dann auf 18 mm verjüngt. Denn mit 42 mm und dem kantigen Gehäuse ist es schon eine sehr präsente Uhr. Und ein 22er Anstoß hätte vielleicht auch gut ausgesehen. Ich will mit keinem Wort sagen, dass das hier nicht gut aussieht, aber das ist etwas, was ich eventuell mir auch hätte vorstellen können.
Anders als bei anderen Zirkularuhren ist die Krone nicht mit Leuchtmasse ausgelegt. Ohne es zu wissen, vermute ich, dass das daran liegt, dass es vom Materialbearbeitung her zu schwierig gewesen wäre, diese kleinen Ausfräsungen in Titan vorzunehmen. Mein Fazit zu der Uhr: Es war für mich eigentlich ein ungeliebtes Kind aus dem Hause Zirkula. Jetzt, wo ich sie habe und ein paar Tage am Arm habe, kann ich sagen, ich finde die Uhr wirklich klasse und werde sie auch nach der eine Woche am Arm noch ein paar Tage tragen, weil sie sich einfach super angenehm trägt, megamäßig nachts abzulesen ist und darüber hinaus auch mein Uhrenbudget nicht über die Maßen belastet hat, was mir das sorglose Tragen einer Uhr immer etwas erleichtert. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.